Hallo, mein Name ist Gabi Lüger von gabriele-lüger.de, deinem Kanal für Sichtbarkeit. Und Sichtbarkeit hat auch was damit zu tun, dass deine E-Mails mit dem richtigen Absender ankommen und nicht über irgendeinen Absender. Und aus dem Grund stellen wir jetzt hier bei Gmail, weil das mein Lieblings-E-Mail-Konto ist, stellen wir jetzt mehrere Konten ein, sodass du dann von unterschiedlichen Konten senden kannst. Du bist in deinem Gmail-Posteingang und dann gehst du hier vorne auf das Zahnrad, gehst auf Einstellungen und dann gibt es hier oben einen Reiter Konten und Import. Den klickst du an und dann gibt es hier, das ist die dritte Position von unten, Senden als. Und da kannst du dann weitere E-Mail-Adresse hinzufügen anklicken. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du hier oben den Namen eingeben, von dem du senden möchtest, die E-Mail-Adresse, von der du senden möchtest. Bei mir ist das jetzt hier kontakt@gabriele-lüger.de. Den Haken lasse ich hier als Alias behandeln. Dann gehst du auf den nächsten Schritt. Und dann musst du von deinem Hostanbieter dir den SMTP-Server angeben lassen. Für all-inkel.com, da bin ich jetzt zum Beispiel, ist der Servername dann immer deine Nummer, also was du unter dem FTP-Server in der Zugangsdaten-E-Mail bekommen hast. Das sind hier dann deine Zugangsdaten. Bei mir ist das jetzt hier die B013XXX. So. Mein Nutzername, der wurde dir auch in der E-Mail unter dem FTP-Server bekannt gegeben, genauso wie dein Passwort. Das sind die Daten von deinem FTP-Server. So, hier lässt du den Haken bei sichere Verbindung über TLS einfügen und dann gehst du auf Konto hinzufügen. Und dann kriegst du per E-Mail eine Bestätigungs-E-Mail. Das heißt, du musst in deinen E-Mail-Account gehen. So, dann kriegst du hier deine Gmail-Bestätigung. Du klickst hier einmal auf den Link, um das zu bestätigen, dass du der Nutzer dieser E-Mail-Adresse bist und Zugriff darauf hast. Und dann kopierst du bitte noch hier den Bestätigungscode mit Steuerung C bzw. Command C für die Mac-Nutzer. Gehst wieder zurück auf dein Bild genau, gehst hier wieder zurück auf das Bild und dann trägst du hier deinen Code ein, den du eingegeben hast. Gehst auf Bestätigen und dann siehst du nämlich in deinen E-Mail-Adressen siehst du dann hier, dass ich meinen Kontakt da hinzugefügt habe. Also diese Adresse kontakt@gabriele-lüger.de. Genau. Und damit kannst du dann, wenn du auf Schreiben gehst, kannst du dann hier deine E-Mail-Adresse, von der du schreiben möchtest, hier jetzt in dem Fall kontakt@gabriele-lüger.de, eine E-Mail dann schreiben. Ups, nochmal probieren. Schreiben. Da schreibe ich jetzt mal an mich. So, und dann gebe ich hier wieder Kontakt. Kann dann hier jeden, und dann schreibt er das von dem. Jeden sage ich hier Test und gehe dann auf Senden. Und wenn ich dann hier auf den Posteingang gehe, dann habe ich hier eine Mail von Kontakt. @gabriele-lüger.de. Padam, so einfach geht's. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Abonniere meinen Kanal, wenn du weiter so sinnvolle Tipps kriegen möchtest. Und bis dann. Tschüss.